Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Pokémon Purpur auf der Nintendo Switch. Wir werden in diesem Part auf jeden Fall zwei Pokémon fangen, die gibt es nur in Pokémon Purpur, was natürlich auch für mich sehr aufregend ist, weil die im Pokédex sind ja geschwärzt, die Pokémon. Das heißt, ja, wir gehen direkt hier zu der Person, die im Hintergrund steht. Man muss im Blaubeerdex 200 Pokémon haben, dann auf jeden Fall zu ihr hingehen und mit ihr sprechen. Hallo Nobeldecker, oha, hast du etwa... Aber hallo, du hast echt 200 Pokémon-Arten in der Terra-Kuppel gefangen. Gut ab. Pokémon. Ja, Pokémon Purpur, ja. Achso, Wortverbot. Achso, hatte Rosa gerade eingelöst. Okay, also ich darf das Wort nicht sagen. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Okay, wenn das aber im Text steht, so wie dort, im Text steht das Wort, darf ich das dann auch nicht sagen? Oder okay, da muss ich mich dran halten. Okay, 5 Minuten sind das, glaube ich, noch. Okay, können wir machen. Ich habe mir Mühe gegeben. Also 200 Arten waren da eigentlich, okay, eigentlich recht schwierig im Karmesin zu bekommen. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, sage ich einfach mal. Ja, das sieht man. Gut gemacht. Ihr jungen Leute steckt einfach voller Energie. Wahrscheinlich kennst du dich schon viel besser mit den Punkt, Punkt, Punkt in der Kuppel aus als ich. Obwohl ich zuerst hier war. Also dann, ich hatte es dir ja versprochen. Bist du bereit für meine brandheißen Infos? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mega, mega gespannt auf die beiden. Hier, schau dir mal dieses Foto an. Okay, ich würde sagen, da machen wir Screenshot. Im Karmesin standen die auf jeden Fall, glaube ich, an einer anderen Stelle. Wenn wir kurz ranzoomen, da sehen wir das erste. Das müsste Eisenfeld sein. Glaube ich zumindest. Ist auch, glaube ich, ein anderer Ort als in Karmesin, wo die stehen, okay. Ja, das müsste Eisenhaupt sein, bin ich der Meinung. Ist auch oben irgendwie. Steht oben irgendwo rum, okay. Machen wir auch Screenshot, falls ihr es nicht richtig sehen solltet, entdecken solltet. Müsste aber eigentlich easy sein. Also in Karmesin habe ich auch ein bisschen gesucht natürlich. Aber habt ihr auch gefunden auf Anhieb. Das Einfangen wäre natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn wir die einfangen wollen. Also wir haben zumindest schon mal die Screenshots. In einigen Gebieten werden diese wohl Eisenfels und Eisenhaupt genannt. Genau. Von rätselhafter Herkunft. Wäre krass, wenn das wirklich stimmen würde. Okay, der Ort auf den Fotos soll sich irgendwo in Paldea befinden. Warst du schon mal dort? Ja. Das ist ja Zone 0. Oha. Ist ja etwa so bekannt? Dann würde ich auch gerne mal einen Abstecher wagen. Aber wer weiß, vielleicht sind die Fotos auch gar nicht echt. In der heutigen Zeit kann man sich da nie so sicher sein. Wenn es dich interessiert, kannst du dort auch mal vorbeischauen. Ist so aufregend, nach rätselhaften Wesen zu suchen, oder nicht? Und wenn du dir die Fotos noch einmal anschauen willst, frag mich einfach. Ich verlasse mich drauf, dass du gute Ergebnisse von deiner Nachforschung mitbringst, Nobeldecker. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, die stehen anscheinend an anderen Orten sogar. Also in Karmesin ist das ein bisschen, die stehen auf jeden Fall ein bisschen woanders rum. Das heißt, eigentlich müssen wir rüber zu Paldea, also nach Paldea. Auch nach Zone 0. Mit der Story werden wir dann demnächst natürlich im nächsten Part irgendwann weitermachen. Aber das mit dem Pokémon, wie gesagt, ist mir eigentlich gerade sehr, sehr wichtig, dass ich die bekomme. Somit auf geht's zum Tor 0, würde ich sagen, oder? Fliegen wir dorthin. Und dann eine runter noch. Aber wie gesagt, in Karmesin, kann ich mich noch daran erinnern, standen die. So Furienblitz war das ja und. Wie hieß das andere noch? Hatte ich im Pokédex. Muss ich gerade mal schauen. Pokédex sag ich gerade. In der Box. Moment. Genau, hier. Keilflamme war das und Furienblitz. Das sind dann die beiden, die gibt es nur in Karmesin. Gut, hier müssen wir nur schauen. Kann man hier nicht außen rum mehr, oder? Ich fliege jetzt einfach so hier runter. Müsste eigentlich gehen, oder? Schauen wir mal. Somit zu
zurück nach Zone 0. Also müsste normalerweise gehen. Dass man einfach so da runterspringt. Ja, okay, dann kommt man direkt hier hin. Gut, Screenshots haben wir. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir die finden. Kommt auch wieder dieser mysteriöse Soundtrack, wie man ihn ja kennt, aus der Zone 0. Das eine, ich muss mal kurz schauen, stand da irgendwo da oben, ne? Muss ich hier Eisenhaupt ist das, glaube ich. Und man sieht hinten im Hintergrund, das ist die eine Observationsstation. Okay. Und das andere unten so beim Wasser, okay. Oh, muss ich mal kurz schauen. Observationsstation. Wenn wir jetzt natürlich auch irgendwo Shiny rumrennen und ich durch Zufall einen Shiny finde, wäre natürlich auch cool. Ja, hier sind ja die ganzen editionsspezifischen Pokémon. Und die haben wir schon eingefangen. Dann müsste ich, denke mal, irgendwo hier oben stehen, oder? Also hier unten sieht man, da ist die Station, die eine. Kann er nur da oben? Moment. Eigentlich hier oben sein. Ja, wie gesagt, im Kamesin die beiden stehen auf jeden Fall an einer anderen Stelle. Ich meine, da unten ist die Station. Noch ein höherer Berg ist hier nicht mehr. Nur. Oder da hinten. Okay, das wäre, glaube ich, eine ordentliche Sucherei. Eine Suchaktion hier. Aber schauen wir mal. Also die Observationsstation hier vorne. Ich weiß auch nicht, ob das genau die jetzt ist. Aber hier oben ist er nicht auf dem Berg. Ich finde das in Zone 0 übrigens, das Licht hier ist irgendwie so grell, ne? Ja, auf jeden Fall die eine Observationsstation ist da vorne. Ja, ich dachte gerade, ne, das ist ein anderes Pokémon hier. Und hier wäre ein Berg, aber waren wir hier? Ja, da oben war nicht. Aber wenn man das Foto nochmal. Hä? Wenn ich das Foto nochmal kurz schaue. Ja, es ist wie gesagt eine Station im Hintergrund zu sehen. Hä, das ist doch hier in der Ecke oder nicht? Da drüben sieht man noch das Teil dort. Und diesen Satelliten da oben auf dem Berg. Gut, nochmal einprägen. Eigentlich müsste das hier irgendwo sein. Da hinten ist das Teil hier beim Stein irgendwie. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, beide zu finden. Okay, hier könnte es auch sein, da oben haben wir drauf. Und das müsste sonst. Geht das hier noch höher? Und hier drin dann nicht. Also da unten sieht man die Station. Hä? Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Shiny, aber doch nicht. Ich dachte gerade, weil er sah gerade so aus, weil er komplett silber war. Der Eisenhand hier.
Und schauen wir erstmal ein bisschen weiter irgendwo hier vorne. Und da ist ja die Station, die ist schon zu nah dran, würde ich sagen, oder? Habe ich aber lange nicht gespielt, echt? Okay. Also ich bin richtig süchtig in letzter Zeit. Ich habe sie aber ja ohne Ende schon gespielt, wie gesagt. Auch die DLCs sind mega, mega cool. Ich muss mal kurz schauen, hier um Felsen. Wo soll das sein? Also eigentlich die Observationsstation ist hier vorne, wir sind glaube ich schon zu weit dran. Da hinten ist das Ding da oben zu sehen. Oder ich schaue gleich erstmal runter beim Wasser. Das andere Eisenfeld steht da irgendwie beim Wasser, ne? Ich habe Kamezin. Ah, okay. Ich habe aber beide. Also Kamezin und Popo, ne? Weil ich ja immer alle Pokémon farmen, dass man alle fangen möchte, muss man eigentlich beide Editionen am besten haben. Weil hier im Purpur, wie man sieht, gibt es da zum Beispiel Eisenhand. Die Pokémon kommen in Kamezina nicht vorher. Die gibt es ja nur hier in der Edition. Die haben wir zum Glück. Gut, jetzt muss ich schauen. Also da unten ist die Station, aber... Wir haben hier eben zumindest in der Nähe alles abgesucht. Und hier oben nochmal hoch. Moment. Das kann nur weiter oben sein, hier an der Ecke. Schauen wir mal, wie hoch das hier geht. Ja, nützt nichts. Wir wollen die beiden haben. Wir werden wahrscheinlich auch wahrscheinlich den ganzen Part brauchen. Einfangen dauert auch immer ein bisschen. Ah ne, da wird man mal ganz hoch kommen, okay. Aber wie gesagt, auf dem Foto, auf dem Screenshot, auf dem Fotoraum ist da dieser eine Satellit oben auf dem einen Berg im Hintergrund. Eigentlich war die Richtung, wo wir gerade gesucht haben, eigentlich schon ganz richtig, muss ich dazu sagen. Kann natürlich auch sein, dass es die andere Richtung ist. Ja, super. Jetzt bin ich hier oben wieder. Oder nochmal schnell runter. Oder ich schaue erstmal gleich unten beim Wasser. Das andere steht da irgendwo beim Wasser rum. Wenn ich noch an Furienblitz und so denke, aus Kamezin, die beiden, ja, standen ganz woanders, ne? Also auch komplett andere Orte, wo die stehen. Oder hinten oben drauf. Da geht's auch nicht höher, ne? Also wie gesagt, auf dem Foto sieht das so aus, als wenn er hier irgendwo steht an der Ecke. Also irgendwo hier. Schau mal kurz rum. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Item. Haben wir auch noch gar nicht. Blättersturm. Ja, nützt nichts, können wir nur suchen. Brechmünze haben wir auch neue. Okay. Ja, das kann doch nur hier auf dem Felsen sein eigentlich. Also Eisenhaupt kann eigentlich nur hier oben stehen normalerweise. Aber er steht hier nicht. Also hier an der Ecke, das sieht doch so aus. Ja, das sieht eigentlich, müsste er hier stehen normalerweise. Oder ist es auf der anderen Seite? Ich schau mal hinten rum. Also wir suchen einfach mal alles ab. Hier oben war auch nicht. In der Ecke. Ich meine, wenn ich da hinten kurz mal hinschaue. Die Ecke da sieht gerade auch sehr verdächtig aus.
Also hier die meine ich. Oh. Wenn ich sehe gerade, ich schau mal hier. Ja, nützt nichts. Müssen wir alles absuchen. Habe ich mir auch schon gedacht, dass es ein bisschen länger dauern wird. Ah, hier. Ah, okay, da ist er. Okay, das heißt, erstmal natürlich kurz speichern, bevor wir natürlich drauf gehen. Ich glaube auch, das wird natürlich ein bisschen länger dauern, ihn einzufangen, weil... Ja, ist ein Paradox-Pokémon. Ich denke mal nicht, dass es easy wird. Klar, jetzt kommt... Das nervige Pokémon noch, Fluette. Einmal schon flüchten. Ja, aber wir haben ihn gefunden, zumindest das erste von beiden. Mega cool. Ich muss auch sagen, das sieht geiler aus als im Karmesinen hier Furienblitz. Das heißt direkt drauf. Kogua! Ja, sieht auf jeden Fall mega cool aus, muss ich dazu sagen. Gut, ich würde sagen, ich versuche natürlich erstmal einmal draufzuhauen, gespeichert Hammer. Mache ich direkt Psychostoß. Zumindest ein bisschen Energie muss er weg, ne? Also einmal drauf. Na, können wir sogar noch zwei, dreimal raufhauen, ne? Lieber nur einmal oder zweimal. Mega, mega cool. Somit haben wir Eisenhaupt schon mal hier an der Ecke. Direkt gefunden. Okay, gelber Bereich. Ich würde sagen, müssen wir schauen. Nice. Die Attacke mit seinen Hörnern sieht schon mal mega cool aus, muss ich dazu sagen. Gut, ich hätte sogar noch zwei Ultra-Bälle hier noch. Aber ich versuche natürlich erstmal so mit normalen Pokéball. Dann sonst mit Super- und Hyperball. Also ab jetzt haue ich natürlich nicht mehr drauf. Jetzt müssen wir raufwerfen ohne Ende. War klar. Das wird nicht einfach, das einzufangen. Klar, Mewtwo direkt gelber Bereich. Ja, Keilflamme und Furienblitz hatte ich ja auch. Mit normalen Bällen, also mit Superball und Hyperball gekriegt. Ich würde sagen, immer schön Hyperbälle drauf, sonst Timerbälle habe ich auch mit, hoffe ich doch. Also in Karmesin habe ich eigentlich genügend mit. Im Purpur bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber nice. Wir haben ihn direkt mit Hyperball. Oh, sehr geil. Das heißt, es passt. So mit Eisenhaupt ist schon mal drin. Angeblich hat es mit den leuchtenden Klingen, die es abfeuert, seine Umgebung komplett verwüstet, aber... Mehr ist nicht über es bekannt. Ich finde, das sieht auch viel, viel cooler aus als das Furienblitz, wie gesagt. Paradox-Pokémon natürlich noch. Nice. Somit das erste haben wir, okay. Erstmal durch ab in die Box. Und direkt sogar gekriegt. Schneller als ich dachte. Schauen wir mal. Na, hier haben wir, wie gesagt, das ist also in Karmesin ist es Furienblitz und hier im Purpur Eisenhaupt. Somit beide eingesagt. Jetzt fehlt nur noch Eisenfels. In Karmesin war es ja keine Flamme. Da ist natürlich erstmal speichern. In welchem Gebiet hast du ihn bekommen? Also hier in Zone 0. Wo wir gerade reingeflogen sind an der Ecke. Ich kann dir nochmal zeigen, die Ecke hier. Also hier sieht man die Ecke, wo wir eben rein sind. Ne? Das nehmen wir nochmal schnell mit. Das war eigentlich schon... Okay, Screenshot kommt hin. Wenn wir jetzt hier stehen vom Foto, was wir eben gesehen haben, kommt hin. Aber man muss natürlich dran denken, wir standen da oben. Wir haben oben alles abgesucht und das ist ja hier unten die Höhle. Eine kleine Höhle in der Ecke, okay. Und ja, somit schauen wir direkt zum nächsten runter. Das steht da irgendwo beim Wasser irgendwie noch. Moment. Einmal kurz mal Screenshot schauen. Das müsste dann Eisenfels sein, irgendwie. So, also irgendwie unten beim Wasser. Mit dem Baum links.
Und hinten so dieser große Fels da irgendwie. Okay, müssen wir schauen. Also auf jeden Fall Wasser ist in der Nähe, so ein Fels hinten. Denk mal, wäre auch nicht so einfach, das zu finden, oder? Also hier oben kann das schon mal nicht sein. Oh, sehr cool. Das wäre, wie gesagt, das Pokémon, was wir jetzt holen. Das Eisenfels ist das letzte, was bei einem Karmesin fehlt. Also die beiden, die wir jetzt ja hier holen, sind so die letzten, die bei einem Karmesin fehlen eigentlich noch. Hier in Purpur müssen wir natürlich die Story noch beenden und so. Was wir natürlich demnächst auch gerne in Angriff nehmen können. Ob der Pokémon für Karmesin gibt? Was meinst du? In Karmesin ist das, wie gesagt, Furienblitz und Keilflamme. Die beiden gibt es nur hier. Was er eben schon gesagt hatte, also ich habe das ja eben gezeigt hier. Also Keilflamme und Furienblitz, das sind die beiden, die gibt es in Karmesin hier. Und ja, Eisenhaupt und das, was wir jetzt da suchen, gibt es nur in Purpur, ne? Und muss da heilen. Gut, hier wäre Wasser, aber. Na, hier sind wir auf jeden Fall nicht richtig. Du heiße erstmal schön fleißig suchen. Ja, und dann Karmesin stehen die auch an ganz anderen Orten. Also Furienblitz und Keilflamme. Da geht's schon runter, okay. Andere Seite drüben. Also hier ist die Umgebung auch ganz anders gerade. Dass der Abgrund hier auch so riesig ist, ne? Da drüben sehe ich gerade, da hinten ist auch Wasser, okay. Also einmal rüber. Ich sehe schon, hier ist auch so eine Steinwand, die so runter und gerade hoch steht. Könnte sein, dass er irgendwo hier vorne ist. Also hier ist der Fels. Aber das Pokémon steht hier nicht. Oh, sehr geil. Hier ist er direkt. Mega cool. Ich würde sagen, natürlich vorsichtshalber erstmal speichern. Wir haben ihn tatsächlich gefunden. Also direkt hier an der Ecke. Innen drin ist er. Auch sehr, sehr cooles Pokémon. Perua. Okay, ich denke auch, dass das auch wieder nicht so einfach wird, ihn einzufangen, aber. Irgendwann werden wir ihn schon bekommen. So wie Eisenhau. Ja, das wäre tatsächlich Eisenfels. Okay. Erstmal Psychostoß. Oha. Das heißt, ab jetzt nicht mehr angreifen. Langsam habe ich auch Lust zu spielen, schrieb Rosa gerade. Ja, wie gesagt, mega, mega cool das Game. Das DLC auch mega cool gemacht. Auch DLC 1 fand ich schon mega cool von der Story her. DLC 2 ist natürlich noch besser. Da kann man auch so einige Sachen noch machen, wie die Blaubeermission, die Blaubeerpunkte farmen. Muss ja auch in Karmesin auch noch ohne Ende. Auch hier im Purpur können wir das ja auch gerne noch machen. Gut, aber jetzt würde ich sagen, erstmal direkt Hyperbälle, oder? Haben wir. Ne, erstmal normalen Ball. Also angreifen auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Hat sie natürlich direkt befreit. Gut, Superball. Und dann würde ich sagen, immer schön mit Hyperbälle. Immer im Wechsel. Leider nicht geklappt. Okay.
Ja, wenn man natürlich auch die Story von den Games durch hat, gibt es am Ende ja noch diese legendären Pokémon. So Arthos hatte ja schon gefangen in Karmesin, Mowgli, Salelu und Polaros, auch sehr cool. Mewtwo wird besiegt, nimm mal Zoroark rein. Okay, Koraidon ist reingekommen. Direkt nächsten Hyperball drauf. Aber wie gesagt, das sind die beiden Pokémon, die mir in Karmesin fehlen. Dann habe ich auch dort das Blaubeerdeck komplett. Ja, hier in Purpur müssen wir natürlich schauen, dass wir die Story noch durchzocken. Ach, das war Trugbild von Zoroark. Meisterball würde ich sagen, lasse ich, setze ich nicht ein. Könnte ich natürlich, aber ist ja nur ein Paradox-Pokémon. Das heißt, erstmal weiter mit Superball und Hyperball. Irgendwann wird es schon klappen. Sonst gibt es ja immer noch Timerbälle am Ende, die wir draufhauen können. Habe ich die überhaupt noch mit? Ja doch, 23 Timerbälle habe ich, okay. Und am Ende übrigens, wenn man diese Blaubeerpunkte farmt, ist es ganz wichtig, dass man online zockt mit anderen Leuten in der Gruppe. Dann kann man natürlich umso mehr Punkte farmen. Da gibt es auch diese Gruppenmissionen. Was natürlich auch sehr, sehr cool ist, wenn man mit mehreren Leuten dann die Punkte farmt und so. Geht natürlich alles wesentlich schneller und so, ne? Ich nehme mal direkt Koraidon rein. Er hat schon zwei Pokémon weggehauen. Aber weiter bekämpfen möchte ich ihn natürlich nicht. Ich möchte ihn einfangen, sonst müsste das Spiel neu starten. Den Hyperball. War klar, ey. Ich glaube, er lässt sich nicht so leicht fangen wie Eisenhaupt eben. Ja, die gibt es auch nur einmalig in dem Game hier, ne? Die Pokémon. Klar, Koraidon, gelber Bereich direkt. Superball drauf. Nicht wahr. Dumme Koraidon auch raus, okay. Müssen sonst gleich schauen. Beleber habe ich zum Glück damit und so. Dann hole ich erstmal, würde ich sagen, Eisenratten noch mal rein. Auch sehr coole Pokémon aus Purpur hier. Gut, weiter Hyperbälle drauf. Und sonst muss ich gleich schauen. Eigentlich können wir gleich schon mit Timerbälle draufhauen, oder? Klar. Ja, nützt nichts. Geduld haben, weiter drauf. Er möchte wirklich nicht in den Ball rein. Okay. Der Angriff steigt sogar, oha. Dann wieder Hyperball, sonst gleich wie gesagt mit Timerball drauf. Der möchte wirklich nicht rein, okay. Dann machen wir ab jetzt, würde ich sagen, ohne Ende mit Timer. 23 haben wir. Wir haben jetzt auch schon ein paar Runden rum. Das heißt, irgendwann müsste der werken, der Timerball. Eisenrad leider raus. Aber das Pokémon sieht mega cool aus, wie gesagt. Ich würde sagen, jetzt müsste ich schauen, dass ich erstmal heil, oder? Bevor wir gleich keine Pokémon mehr haben. Ja, machen wir, schauen wir mal. Top-Beleber habe ich auch noch zwei, das passt. Erstmal Mewtwo wieder beleben. Klar, mit einem Schlag hat er Eisenhals gerade rausgehauen, okay. Nicht gut. Das heißt, ich müsste es erst wieder beleben und dann schauen, dass ich drauf hau mit Pokéball.
Koraidon würde ich sagen, erstmal. Nimm da erstmal Koraidon. Und Mewtwo auch passt mit einem Schlag weg, okay. Ist nicht wahr, ey. Irgendwie war mir das klar, dass das zweite Pokémon nicht so easy wird. Dann nächster Timerball. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wirkt der Timerball ja nur. Klar. Wie gesagt, Meisterball möchte ich nicht einsetzen. Ich habe nur einen von hier im Moment. Ist nicht wahr. Er möchte echt nicht in den Ball rein. So, mein nächster Timerball. Hätte fast geklappt, stand das. Klar. Mich wundert es auch, dass wir Eisenhaupt eben so schnell bekommen haben. Und jetzt muss ich wieder schauen, Koraidon rein, direkt mit Top-Beleber Mewtwo auch wieder beleben. Ne, Top-Beleber habe ich glaube ich gar nicht mehr noch. Ne, normale hätte ich noch, okay, 42 Stück. Da müssen wir erstmal nebenbei wieder beleben. Aber wie gesagt, je mehr Zeit vergeht, desto besser wirkt der Timerball. Das heißt, irgendwann wird er schon reingehen. Okay, 18 Bälle haben wir. Wenn nicht, habe ich ganz zur Not noch den Meisterball, aber den möchte ich eigentlich nicht verschwenden an ihn. Nächster Timerball. Na, yes, geht doch. Sag ich doch, irgendwann werkt er. So mit einzelnen Fels auch direkt eingesagt. Es scheint einen Körper aus Metall zu haben. Sein Name erhielt es in Anlehnung an ein rätselhaftes Objekt aus einem alten Buch. Mega, mega cool. Ich finde auch die Pokémon, die beiden Paradox hier in Purpur, finde ich irgendwie sogar cooler. Also in Karmesin die beiden. Auch wenn die anderen beiden natürlich auch geil sind. Aber ja, somit habe ich beide, natürlich aus beiden Editionen, somit auch eingesagt. Erstmal natürlich ab in die Box. Wäre Nummer 239, ne? Mega cool. Somit wäre hier natürlich 240, was wir natürlich irgendwann, wenn wir die Story durch haben, auch noch bekommen werden. Gut, erstmal die drei Heil. Da haben wir zumindest erstmal drei. Schauen wir nochmal in die Box. Mega cool. Wir haben ihn gekriegt. Das heißt, ich ordne die sogar so nebeneinander. Ja, zum Vergleich, wie man sieht, wie gesagt, Keilflamme ist ein Karmesin und hier jetzt Eisenpelz. Ne? Keilflamme ist natürlich auch cool, weil ich rechts kurz das Bild nochmal einblende. Sieht man rechts nochmal. Das ist ja Keilflamme aus Karmesin. Eisenfels jetzt hier aus Purpur, Eisenhaupt aus Purpur und Furienblitz aus Karmesin. Mega coole Pokémon. Ja, und hier unten sind noch ein paar Legendäre, die hatte ich ja gefarmt. Die gibt es ja später, wenn man mit der Story durch ist und bei der Blaubeerakademie diese BP-Punkte farmt. Da kommt da dieser Mr. Mum. Ich weiß nicht, ob der hier im Purpur jetzt schon dort steht. Erstmal natürlich schnell speichern. Und die Pokémon müssen geheilt werden. Aber mega cool. Somit haben wir sie eingesagt. Highlight. Weiß, wir können Zone 0 eigentlich sogar direkt verlassen. Wenn du mal kurz schau im Pokédex, also hier 239. 240 ist ja das eine Pokémon. Ja, da sieht man auch schon das Bild. Was wir im Purpur natürlich noch nicht haben. Das werden wir natürlich, wie gesagt, in weiteren Parts bekommen. Aber mega cool. Die vier Pokémon am Ende muss man mit beiden Editionen bekommen. Ne? Sonst haben wir alle nur. Sonst haben wir alle Pokémon, außer das eine. Und dann gibt es da auch eine Bonus-Episode, die wir natürlich in Zukunft auch noch machen. In der Story auch noch ein weiteres Pokémon. Also eigentlich zwei Pokémon, die uns hier im Moment im Purpur jetzt fehlen. Mega cool. Wir haben somit
Beide gekriegt. Mega Highlight. Das heißt, wir können eigentlich direkt sogar Zone 0 verlassen, ne? Ich überlege gerade, was machen wir als nächstes. Also eigentlich müsste man mit der Story fortfahren, aber das würde ich sonst gerne demnächst. Dann müssen wir hier zum Eingang hin, ne? Ich komme jetzt auch gar nicht zur Liga, aber wir, da wird das jetzt mit Joe ja, glaube ich, in der Story weitergehen. Toll. Ja, hier haben wir es auch. Kämpfe gegen Joe. Das würde ich aber, wie gesagt, gerne in den nächsten Parts in Angriff nehmen dann. Weil das aber mit der Story dann weitergeht. Da werden wir dann auch nochmal nach Zone 0 kommen. Und noch weiter sogar. Was ich erstmal natürlich auch noch nicht verraten möchte. Für alle, die das natürlich noch nicht kennen. Das werden wir natürlich in den nächsten Parts dann erfahren. Gut, hier könnte man, wie gesagt, jetzt auch rumrennen. BP-Mission können wir natürlich auch gerne machen. Also Kämpfe gegen ein wildes Terra-Kristall-Pokémon. Das ist sowieso später sehr wichtig, um die ganzen Sachen in der Liga AG, was er eben sagte. Da kann man die Sachen freischalten. Und wenn man jetzt per Gruppe unterwegs ist, das geht nur online, da gibt es ja auch diese Gruppenmission. Ja, das muss man ohne Ende machen, um die ganzen Sachen freizuschalten. Und das können wir natürlich nebenbei machen. Und nebenbei hier diese ganzen Kämpfer und so. Und wenn natürlich irgendwo ein Shiny rumläuft, hätte ich natürlich auch gerne Shiny. Und hier er zum Beispiel. Hausaufgaben sind echt ätzend. Moment. Müsste die Pokémon schon heilen. Okay, Flug. Nervt das noch. Wollen nämlich schnell zum Automat. Übrigens hier Shiny Obi, das kann ich auch noch mal kurz erwähnen. Hatte ja schon erwähnt, auch im letzten Part. Ich bin hier in Karmesin durch Zufall letztens rumgerannt. Kann das ja mal kurz zeigen. Das ist ja das normale Obi, wie man rechts sieht im Bild. Und das Shiny sieht dann so aus, also golden, ne? Ist da durch Zufall bei mir rumgerannt, wo ich da lang gepäst bin in Karmesin und so. Mega cool auf jeden Fall. Das werde ich natürlich auch nicht weiterentwickeln. Ja, weitere Shinies habe ich natürlich auch noch, aber es sind noch ein paar wenige im Moment. Die haben wir im Moment überall umgeordnet. Ja, hier sieht man auch nochmal, wie gesagt, die ganzen Boxen von den ganzen Pokémon, die ich jetzt gefarmt habe. Mega harte Arbeit, muss ich dazu sagen. Hier übrigens Molung. Hatte ich auch als Shiny. Einmal das normale Molung. Das ist dann komplett schwarz. Und als Shiny hat das dann nur so einen schwarzen Kopf mit so einem weißen Körper, ne? Auch mega cool. Hatte ich auch nur durch Zufall gefunden. Genauso wie hier Barakifa. Ist ja einmal das normale. Ne, welches war das normale Moment? Ne, das, genau, das hier ist das Shiny. Also erstmal das normale. Das sieht dann so aus. Und das Shiny ist dann so, da ist der Körper und der Kopf. Ist auch so blau, Körper auch ganz anders. Auch mega cool auf jeden Fall. Lucario gab es ja von Nintendo, ne? Also eigentlich ist es blau und das in Shiny ist es so gelblich. Hatte man ja per Geschenkcode bekommen. Ja, viel weitere Shinies habe ich eigentlich noch gar nicht. Doch, Ferkuli hatte ich noch. Wollte ich das noch? Könnt ihr auch kurz nochmal zeigen. Ach, übrigens, genau, hier, Petsleaf, das hat er auch noch. Ist er einmal das normale, was mir gerade einfällt, ist er so blau. Und als Shiny sieht das dann so pink aus, ne? Auch sehr cool, die Farbe. Ja, hier oben sieht man auch Ferkuli, das normale einmal. Sieht da ganz chillig aus. Und so ein Pink als Shiny, auch sehr cool. Das wären eigentlich so im Moment die Shinies. Ja, mehr habe ich im Moment gar nicht. Also weitere könnte man natürlich irgendwann in Zukunft gerne farmen. Wenn die Lust natürlich ist und so. Schilderpin haben wir jetzt auch im Purpur. Also kamen sie in und im Purpur. Könnte man natürlich schauen, wenn man diese Sandwich herstellt und so. Um noch mehr Shinies zu finden und so. No. Ja, das aber kurz dazu. Das sind ja hier auch so
die Pokémon, die man nur aus den Portalen kriegt, in Paldea. Also Yuyu, Chongjian, Boja, Baojian und Dinglu, auch sehr coole Pokémon. Und das sind dann die editionsspezifischen hier, Eisendorn, Eisenbündel und so. Plus aus Karmesin, Wutbill, Pilz und so, auch mega cool. Gut, aber ich würde sagen, erstmal kurz hinten hin, ich muss mich kurz heilen. Guck mal, der Rastplatz hinten, ja. Toll, ich würde gerne zur Liga AG hingehen, aber da komme ich jetzt nicht hin, weil es beim Eingang ist Joe. Den wir jetzt noch bekämpfen müssen. Überleg gerade, oder ich würde eine Pause einlegen und den nächsten Part starten. Das ist auch schon bald wieder so spät, ne? Also los hätte ich natürlich schon, dann müssten wir, könnte man in der Story natürlich, ja, müssen wir jetzt wieder rein zu Joe, Joe bekämpfen, den Top Champ, und dann geht es auch mit der Story weiter. Ich sehe gerade, hier liegt noch ein Item. Ja, Shinies, wie gesagt, können jetzt immer öfter auftauchen durch den Schillerpin, ne? Ich denke mal, ich werde in Zukunft auch öfters ab und zu mal hier so rumrennen. Auch privat in Karmesin wegen Shiny und so. Ja, Frage ist, was machen wir? Machen wir noch ein Part oder beenden wir nachher gleich? Können natürlich noch einen starten. Den Trainer hier übrigens, den hatten wir sogar bekämpft, okay. Aber den hier vorne nicht. Dann machen wir den noch schnell mit. Hausaufgaben sind ätzend, sagt er. Ich komme immer in die Terra-Kuppel, wenn ich mich vor meine Hausaufgaben drücken will. Okay. Der Akademieschüler Mike fordert uns heraus. Mit Schilderus sogar. Übrigens, Schilderus ist auch ein Pokémon, was man nur in Purpur findet. Oder per Tausch natürlich noch. Ich würde sagen, Eisstrahl direkt auf Vibrava. Und Drachenpuls machen wir auch auf Vibrava. Erstmal alles auf einen Pokémon. Aber mega cool, wie gesagt. Mit diesem Part haben wir somit die beiden Pokémon auf jeden Fall eingesagt. Eisenhaupt und Eisenfels. Was mega cool ist, weil so kann ich im Karmesin natürlich jetzt die beiden rüberholen mit Pokémon Home und kann da zumindest das Pokédex vom Blaubeerdex auf jeden Fall abhaken. Und ja, in Purpur müssen wir nur noch die Story durch. Die dauert natürlich noch ein bisschen, da kommt noch einiges auf uns zu. Also erstmal müssen wir zu Joe und dann geht es dann auch wieder zurück nach Zone 0. Das wird auch noch mega, mega interessant mit der Story dort. Die Akademie-Schüler Mike besiegt. Ich verliere lieber 1000 Kämpfe, als meine Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben mochte ich damals eigentlich auch nicht so gerne. Aber was sind Hausaufgaben? Kenne ich schon gar nicht mehr. Das ist schon Jahre her. Ja, und hier, wie gesagt, können wir überall die Items, die liegen hier auch überall noch rum. Coaching. Auch neue Attacke. Ich schaue die ganze Zeit bei den Pokémon überall, aber bis jetzt habe ich kein weiteres Shiny gesehen. Okay. Übrigens, hier bei dem Sesokids, wenn man das als Shiny farmen möchte, da ist er oben auf dem Kopf, hat das ja diese Blume, diese gelbe Blume. Als Shiny hat das eine andere Farbe. Da muss man eigentlich nur auf die Blume achten. Die sie auf dem Kopf hat. Manchmal sogar schwierig, da muss man schon ein bisschen ranzoomen. Und wenn keine gelbe Blume ist, ist auf jeden Fall Shiny. Da ist direkt drauf dran. Also ich wollte gerade sagen. Gut, wie gesagt, eigentlich sind hier jetzt nur noch Kämpfe. Hier, er hier. Entschuldigung.
Machen wir auch nochmal schnell mit. Sorry, dass ich störe, aber ich habe mich verlaufen und brauche einen Kampf, um mich zu orientieren. Ja, dann los geht's, würde ich sagen. Der Arme fordert uns heraus. Gut, Psychostoß drauf. Drachenpult auch drauf. Ja, und wie gesagt, wenn man diese ganzen Kämpfer hier in der Terrakuppel bekämpft hat, kriegt man ja pro Region auch diese Punkte. Und in jeder Region sind das irgendwie irgendwas mit 500 BP waren das irgendwie, die ich da bekommen hatte in Karmesin. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die auch zu bekämpfen. Ne? Und was mir gerade einfällt, wir hatten ja im letzten Part diesen... Ah, das könnte man eigentlich noch mitmachen. Ah nein, jetzt bin ich geflüchtet. Super. So, alles an einem sicheren Ort und dann erschöpfen Pokémon, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, dann mache ich einen anderen mal, den Kämpfer. Was mir gerade einfiel, wir hatten da im letzten Part bei der Challenge, diese Flug-Challenge. Oh je, ist bei dir alles in Ordnung? Lass mich erstmal deine Pokémon heilen. Vergiss nicht, regelmäßig deine Pokémon zu heilen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, super, jetzt bin ich geflüchtet aus dem normalen Kampf. Ja, wo ich drauf hinaus wollte, hier beim Canyonplatz, da war ja die Challenge, diese Flug-Challenge. Dort könnte man natürlich auch wieder hin. Wenn man die macht, kriegt man auch BP-Punkte. Da gibt es einmal die Anfängerstrecke, dann die normale, die Profi und die fortgeschrittene. Und wenn man die hat, gibt es auch ordentlich BP dafür. So. Frage ist, das mache ich jetzt aber nicht, oder? Frage ist, wollen wir noch einen weiteren Part starten? Dann können wir nämlich hier hin. Dann kann ich zumindest einmal gegen Joe kämpfen. Und dann könnte man auch wieder zur Liga AG rein. Und zur Akademie und so. Also kämpfe gegen Joe. Gehe zum Empfang beim Eingang der Blaubeer Akademie und fordere Blaubeer Champ Joe heraus. Ich würde sagen, einen Part können wir noch machen. Das heißt, wir machen hier eine kurze Pause. Ja, mit diesem Part, wie gesagt, haben wir die beiden Pokémon eingesackt, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ich würde sagen, wir machen noch ein Part und machen eine kurze Pause, 5 bis 10 Minuten, wie ihr es erkennt. Das heißt, ja, bis gleich dann.